Also wir wählen, um unsere Zukunft zu gestalten, und deswegen finde ich es besonders wichtig, dass junge Leute auch ihre Stimme abgeben, weil die einfach für die Zukunft stehen und genau wissen, in welche Richtung die Gesellschaft gehen soll. Hallo, ich bin Moritz und ich stelle heute unsere K-Fragen an Karl-Heinz Brunner. Er ist Bundestagsdirektkandidat der SPD für Neu-Ulm, Günzburg und das Unterallgäu. Herr Brunner, bitte sagen Sie mir in einem Satz, was Ihnen zu den jeweiligen Begriffen einfällt. Konsumgesellschaft. Die Konsumgesellschaft ist eine Gesellschaft, die wir leider bei uns haben, in der Marken und Verkaufszahlen mehr gelten als der Mensch und das Individuum. Kostenloser Nahverkehr. Ist eine tolle Angelegenheit, wenn wir eine Lösung finden, wie wir den kostenlosen Nahverkehr finanzieren. Denn auch im kostenlosen Nahverkehr braucht der Bus entweder Diesel, Strom oder Benzin. Kiffen. Haben viele Menschen mit Sicherheit schon Erfahrungen damit gemacht. Es wird mit Sicherheit keine gute Lösung für den Einzelnen sein. Aber man sollte nicht den Stab darüber brechen. Kinderbetreuung. Ist dringend notwendig, die Betreuungspauschalen, die bezahlt werden sollen durch die Union, halten von guter Kinderbetreuung und damit guter Berufsausbildung der Menschen ab. Kein Alkohol nach 10. Könnte ich nicht einhalten. Koalitionspartner. Die Grünen. Klimawandel. Wir befinden uns leider im Klimawandel, aber wir können etwas dazu tun, jeder Einzelne für sich, ist es beim Autofahren, beim Kochen oder gar nur beim regionalen Einkauf der Lebensmittel. Kriegseinsatz der Bundeswehr. In meinen Augen nicht gut. Ich hoffe, dass bald unbeschadet unsere Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan zurückkehren und damit wieder in Deutschland ihre Aufgabe erledigen. Kanzlerkandidat. Pierre Steinbrück.